Da kommt Mücke mit seiner Trainerin. Mücke ist ein Schleswiger Kaltblut. Vielleicht haben Sie mal eins gesehen. Echte Arbeitstiere, die früher viel in der Landwirtschaft im Einsatz waren. Jetzt gibt es nur noch wenige, zum Beispiel Mücke. Und der liebt Kunststücke und das morgendliche Bad. Es ist früh, doch für Justine Kuppe und ihr Schleswiger Kaltblut Mücke ist es genau die richtige Tageszeit. Denn nur bis 9 dürfen die beiden hier bei Steinberg ins Wasser. Danach ist der Strand für Pferde tabu. Seit 6 Jahren sind die beiden ein Dreamteam. Das gemeinsame morgendliche Bad ist eine ihrer Traditionen. Mücke liebt die Abkühlung sehr. Also das ist so, dass er es liebt, im Wasser zu planschen. Er kann auch schwimmen, also ich bin mit ihm auch geschwommen, das ist gar kein Problem. Also unsere Beziehung ist sehr innig, würde ich sagen. Unser Vertrauensverhältnis ist sehr groß, sodass ich mit ihm auch, also ohne Sattel und ohne Trense reite und ihm jederzeit vertraue, dass er mich auch nicht runterschmeißt. 2013 entdeckte Justine Mücke in einem Tierpark, in dem seltene Tiere leben. Denn er ist etwas ganz Besonderes. Es gibt nur noch rund 250 Schleswiger Kaltblüter. Die Rasse wurde vor über 100 Jahren für die Landwirtschaft gezüchtet. Wenn ich ältere Menschen begegne, dann leuchten die Augen und dann erinnern sie sich daran, dass sie früher bei ihren Großeltern auch auf den Pferden geritten sind oder mit den Pferden vor dem Pflug oder vor der Kutsche gearbeitet wurde und es ursprünglich als Arbeitspferd eingesetzt wurde. Und dadurch, dass es nur noch so wenige Schleswiger Kaltblüter gibt, werden deine Erinnerungen sozusagen wach. Schnell wurde Justine klar, dass ihr Mücke ein ganz außergewöhnliches Kaltblut ist. Nicht ganz so derbe wie seine Artgenossen, sondern mit Spaß an der Arbeit. Sie begann ihm Kunststücke beizubringen. Er liebt den Überblick. Vom Podest ist er kaum runterzubekommen. Gut. Nein. Also es gibt tatsächlich kein anderes Schleswiger Kaltblut, was so gearbeitet ist in der Form wie Mücke. Mücke ist der Einzige, der frei geritten werden kann und auch frei am Boden gearbeitet werden kann. Da ist er tatsächlich der Einzige. Es gibt viele, die geritten und gefahren sind, aber in der Form ist es das einzige Schleswiger Kaltblut, was ich persönlich kenne. Und auch heute soll Mücke etwas Neues lernen, den sogenannten spanischen Schritt auf dem Podest mit Justine auf dem Rücken. Auch das klappt auf Anhieb. Gutes Pferd. Gute. Das Besondere an diesem Kunststück ist tatsächlich, erstens, dass wir es noch nie gemacht haben und zweitens, dass er die Balance halten muss. Für ihn als großes, schweres Pferd ist es relativ schwierig, auf diesem Podest zu stehen und zusätzlich noch das Bein nach vorne zu machen, während ich auf ihm drauf sitze. Weil Mücke so begabt ist, tritt er auch vor Publikum auf, wie hier bei einer Pferdemesse. Justine trägt dabei ein Abendkleid und ist immer barfuß. Sie vertraut ihrem Pferd. Mücke weiß, wo er hintritt. Gemeinsam begeistern sie das Publikum. Mein optimales Ziel ist mit ihm, wenn ich in der Halle frei reite, dass ich das immer weiter verfeinere und immer schönere Lektionen sozusagen zeige. Ein großartiges Team. Was soll da noch schiefgehen?